So, Tag 16, Folge 12. Heute genau. Beginnen wir mal mit einem typisch Schweizer Grußwort. Grüezi. Oder Grüezi. Also ich habe die Lebenseinstellung der Schweizer ja schon so ein bisschen für mich entdeckt. Einfach alles ganz locker nehmen, ganz entspannt. Und ich gehe jetzt da lang. Für meine 15. Ach so, und wo gehe ich lang? Auch, weiß ich nicht. Auch da lang. Für meine 8. So, du läufst nach dort. Ich laufe nach rechts. Ich laufe nach links. Wir sehen uns in der Mitte wieder. Gleich wieder. So, los geht's, ja. Auf geht's. Bis gleich. Ja, sollte die Angabe der beiden jetzt nicht ganz so verständlich gewesen sein, wiederhole ich das Ganze nochmal. Markus und Chris absolvieren am Vormittag einen lockeren Dauerlauf. Chris 8 Kilometer, Markus 15 Kilometer. Im Nachgang absolvieren wir hier noch ein kleines Kräftigungstraining und am Nachmittag geht es dann für beide in die Schwimmhalle. Der Tag soll insgesamt relativ locker sein. Ihr habt gesehen, dass es gestern schon sehr hart war. Morgen kommt nochmal ein harter Tag. Aus diesem Grund heute etwas entspannter. Wenn es ein 200 mm Objektiv hättest, würdest du jetzt voll rein. Ja, weißt schon, wie. Willst du einen Kaffee? Oder einen Cookie? Sowohl als auch. Stehst du jetzt auf? Hättest du jetzt noch weiter schlafen können? Chris, wer hat heute am längsten geschlafen? Wahrscheinlich ich. Ich habe mir extra einen Wecker auf 8 Uhr gestellt. 8 Uhr? 8 Uhr. Ja. Geht das Training eigentlich los? Gut, ja. Mal ein bisschen ausschlafen, immer gut. Ausschlafen? Nee. Um 8 geht's los. Okay, ich werde mich bessern. Ist ja okay. Morgen stehe ich um 6 vor deiner Tür und klopf. Ja, das ist doch nicht so.